Ein Neustart in einer eigenen Wohnung für viele ganz normal, aber ein ferner Traum für jemanden, der bislang in Massenunterkünften lebte. Wer als Flüchtling aber in der Prignitz landet, der bekommt den Platz für seine Privatsphäre. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Seit 5 Jahren gibt es im Landkreis nämlich kein Heim mehr. Friedrich Hagt hat heute beobachtet, wie eine Familie in Wittenberge angekommen ist. Bahnhof Wittenberge. Susanne Seidel und Assa El-Nadji warten auf eine Flüchtlingsfamilie aus Syrien. Sie ist Sozialarbeiterin bei der Arbeiterwohlfahrt. Er ist zum Übersetzen mitgekommen, ehrenamtlich. Doch im angekündigten Zug keine Spur von der Flüchtlingsfamilie. Der Zug, mit dem sie eigentlich üblicherweise kommen. Um 13.15 Uhr kommen sie mit dem Zug hier an. Es kann natürlich auch passieren, dass sie mit dem Zug später losgefahren sind in Eisenhüttenstadt und demzufolge auch später ankommen. Also weiter warten. Dann 4 Züge und 2 Stunden später sind sie da. Familie Alfandi ist nicht früher aus dem Erstaufnahmelager in Eisenhüttenstadt losgekommen. Der Papierkram. Hallo, guten Tag. Fein. Hallo? Hallo. Ich bin sehr glücklich, aber auch ein wenig traurig wegen der Situation in meinem Land. Aber froh, in Deutschland zu sein. Seit 3 Monaten ist Familie Alfandi in Deutschland. Töchterchen Judy ist vor 3 Jahren in Syrien geboren. Die kleine Wasson in Eisenhüttenstadt, vor 3 Wochen erst. Muammar Alfandi ist Agraringenieur. Seine Frau Bushra hat chinesische Sprache studiert. Kurze Orientierung, dann geht es in die Stadt. Nach 3 Monaten Aufnahmelager endlich eine eigene Wohnung. Die bekommt die Familie von der AWO. Sie betreut alle Flüchtlinge in der Prignitz. Positiver an der Unterbringung in Wohnungen ist, dass die Asylbewerber sehr schnell integriert werden in ihrem Wohnumfeld, in dem sie sich befinden. Sie sind als positiver Effekt auszusehen, eigentlich gezwungen, Deutsch zu lernen. Come in your new house. Here, go. 58 Quadratmeter, 3 Zimmer, Küche, Bad. Kein Luxus, aber ein eigenes kleines Reich. Ruhe nach der Flucht und dem Aufnahmelager. Und ein eigenes Bettchen für Judy. Das Wichtigste ist, dass die Kinder in Frieden leben, dass sie eine Zukunft haben, dass sie zur Schule können, dass sie in einem Land aufwachsen, wo sie keine Angst haben müssen. Endlich in Sicherheit. Familie Alfandi stammt aus einer Bezirksstadt im Osten Syriens, Kriegsgebiet. Seit Monaten bekämpfen sich hier die Armee, Aufständische und die Terrortruppe IS. Also er sagt, zu 80% ist bombardiert worden, Boden gleich und selbst sein Haus, also auch. Also ist auch bombardiert und ist weg. Also. Für heute ist die Aufregung noch nicht vorbei. Die Bürokratie ruft. Familie Alfandi muss sich noch auf der Ausländerbehörde melden. Dann ist endlich Ruhe. Wir sind in Deutschland. Wir hoffen, hier ein neues Leben beginnen zu können. Besonders für unsere beiden Kinder, dass sie hier ein gutes Leben haben. Weil wir unsere Heimat in Syrien verloren haben.